Ja, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Freut mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Helmut Neumann und zusammen mit Herrn Dr. Hohn und Herrn Professor Riemann, der uns noch etwas später mit dazukommen wird, begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar. Wir haben ja mittlerweile eine traditionelle Reihe, wir drei, erarbeitet. Und es geht immer um unterschiedliche Themen in der Endoskopie. Wir versuchen es immer besonders interessant für Sie zu halten und natürlich versuchen wir auch immer neue Aspekte darzustellen, neue Aspekte in der Endoskopie. Unter allen Aspekten, was gibt es Neues an Techniken, was gibt es Neues im Bereich der Abrechnung und wie geht es weiter, wie können wir die Zukunft zum Beispiel gemeinsam auch gestalten. Wir haben alle große Herausforderungen, die erleben wir jeden Tag aufs Neue, nicht nur durch Corona, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Gar nicht mal immer durch Corona auch wirklich bedingt, sondern wir haben, lieber Horst, gerade darüber gesprochen, auch der Dokumentationsaufwand bei uns in der Endoskopie wird leider auch immer noch mal höher und das haben wir seit gestern auch gehört. Wir haben auch gehört, wir dürfen den Begriff Webinar gar nicht mehr verwenden, weil der ist ein geschützter Begriff. Und als geschützter Begriff sollten wir jetzt nur noch lieber Online-Seminare sagen, so dass wir auch bereits den Hintergrund bei uns geändert haben. Wie Sie sehen können, wir schreiben jetzt nicht mehr Webinar, wir schreiben jetzt lieber Seminarreihe. Also Herausforderungen, die die ganze Zeit bei uns mit einhergehen. Und ich freue mich noch einmal besonders, dass Sie alle heute mit dazu sind. Wenn ich mir die Liste anschaue, dann sehe ich viele bekannte Kolleginnen und Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie alle heute mit dazu geschaltet haben. Und wie gesagt, wir warten noch auf Herrn Professor Riemann, weil wir haben bis eben noch eine andere Online-Seminarveranstaltung gemeinsam gehabt. Und da geht es um das Jahrestreffen der Regionalbeauftragten und Fortbildungskoordinatoren der Stiftung Lebensblick. Ich denke, die Stiftung Lebensblick ist ja wirklich wichtig für uns, weil sie unsere Interessen ganz massiv auch vertritt. Und natürlich nicht nur unsere, sondern auch die unserer Patienten. Lieber Horst, von deiner Seite ein kurzes Welcome. Ja, vielen Dank für die sehr nette Einleitung. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein kann. Wird sicher heute spannend. Wir reden ja über verschiedene Aspekte. Unter anderem geht es natürlich ums Qualitätsmanagement. Es geht um Dinge wie warum Vorsorge jetzt noch zu dieser Zeit. Aber es geht auch um sowas wie Abrechnung. Und das dürfte vielleicht für alle niedergelassenen Kollegen auch sehr spannend werden. Ja, vielen Dank. Also die Themen, die wir heute haben, sind, wie gesagt, Herr Professor Riemann wird den Vortrag halten über die besten Qualitätsparameter in der Endoskopie und warum sind diese so wichtig. Darauf folgend werde ich einen Vortrag halten über verbesserte Detektion und Charakterisierung durch ein verändertes Lichtspektrum, weil Sie sehen, wir haben heute eine besondere Unterstützung der Firma Sonoscape, bei der wir uns alle noch einmal ganz herzlich bedanken für die Organisation von dieser Seminarreihe. Ja, und Sonoscape ist ja eine Firma, die jetzt relativ neu auch ist für uns auf dem Markt. Wir alle kennen die typischen großen Player, aber Sonoscape ist neu. Aber wir alle haben bereits Erfahrungen auch mit diesen Endoskopen gesammelt und die möchten wir gerne auch mit Ihnen teilen. Und schließlich dann von Horst Hohn, unserem Vorsitzenden auch vom BNG, ein Update zur Kostenerstattung im Bereich endoskopischer Verfahren. Und ich denke, das ist natürlich auch nochmal ein ganz entscheidender Aspekt. Lieber Herr Professor Riemann, wir freuen uns jetzt ganz besonders auch auf Ihren Vortrag, weil es ist natürlich extrem wichtig, wenn wir über diese ganzen Techniken und alle sprechen, was sind denn nun die besten Qualitätsparameter in der Endoskopie und warum sind diese für uns denn auch wirklich von so großer Bedeutung und Wichtigkeit? Und lieber Herr Professor Riemann, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, den wir jetzt auch eingeblendet sehen. Und wieder viel von Ihnen zu lernen. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für die Einladung, heute auch bei diesem dritten Seminar mitmachen zu können. Mein Hintergrund entspringt noch einem alten Webinar, weil wir nahtlos von einer Sitzung der Regionalbeauftragten der Stiftung Lebensblicke zu diesem Webinar übergegangen sind. Ist mir die Zeit nicht möglich gewesen, hier noch einen anderen Hintergrund einzublenden. Aber unabhängig davon, es geht jetzt mit dem Vortrag weiter. Ich hebe immer den Finger, dann sehen Sie, wann. So, Sie wissen alle, dass wir eine erhebliche Zahl an Neuerkrankungen haben. Die ist ganz beachtlich, 62.000 pro Jahr. Das sind die letzten Zahlen des RKI. Und es sterben immer noch sehr viele Menschen am Darmkrebs pro Jahr. Das sind fast 26.000. Das sollte man auch
wenn wir über 9000 Covid-19-Tote bisher denken, daran sollten wir immer auch denken, dass hier ein erhebliches vermeidbares Sterbepotenzial liegt. Das nächste. So, wir haben seit 2019 ein bundesweites Einladungsverfahren, das aus einem jährlichen Okkultbluttest als IFOBT besteht, der mit 50 begonnen werden kann und ab 55 dann alle 2 Jahre erfolgt. Für die Männer besteht die Besonderheit, dass die Vorsorgekoloskopie bereits mit 50 Jahren eingesetzt werden kann. Das ist ein großer Erfolg für den Streit seit vielen Jahren, dass es genderspezifische Erkrankungsrisiken gibt. Und auch hier gilt nach wie vor, wenn die Wiederholung unauffällig ist, dann sind sie in 10 Jahren fällig. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass die Früherkennung rückläufig ist. Das gilt vor allem für die Früherkennungskoloskopie, aber auch für die kurative Koloskopie. Die Menschen haben Angst gehabt, in die Praxen zu gehen, weil sie befürchtet haben, sich anzustecken. Gott sei Dank ist dort relativ schnell ein Erfolg zu verzeichnen, dadurch, dass vor allem auch die Praxen sich sehr intensiv mit den entsprechenden Hygieneartikeln ausgerüstet haben und dass diese Befürchtung nicht besteht. Inzwischen sind die Zahlen wieder anders oder sind wieder aufwärts. Nächste bitte. So, wenn wir eine Koloskopie machen, dann müssen wir uns überlegen, was ist wichtig dabei? Und es gibt vor der Untersuchung Voraussetzungen, die notwendig sind, damit die Untersuchung für den Betroffenen so angenehm wie möglich ist. Es gibt natürlich strategische Parameter während der Untersuchung und es gibt auch im Anschluss an die Untersuchung Voraussetzungen, die geschaffen sein sollten, damit die Untersuchung als gut und qualitativ hochwertig zu bezeichnen ist. Fangen wir mit der Vorbereitung an. Nun, einer jeden guten Koloskopie muss ein ausreichendes Aufklärungsgespräch vorangehen. Ich sage das bewusst, weil wir auch heute immer wieder noch Gutachten zu machen haben, wo dieses Aufklärungsgespräch nicht in dem Maße erfolgt ist, wie es eigentlich vonnöten ist. Dazu gehört auf jeden Fall auch die Aufklärung über Chancen und Risiken. Es müssen die Komplikationen angesprochen werden. Ich glaube, dass es selbstverständlich ist, dass man zu den zu Untersuchenden eine angenehme Untersuchungsatmosphäre schafft. Das Umfeld der Endoskopie muss so ansprechend sein, dass der Patient das Gefühl hat, hier bin ich in Sicherheit. Und diese Sicherheit ist natürlich gewährleistet durch eine bestimmte Überwachung, die ich leisten muss. Zur Vorbereitung gehört die Darmreinigung und das ist sozusagen eine Conditio sine qua non. Die Darmreinigung muss exzellent sein, denn sonst nutzen wir auch alle zusätzlichen Techniken nichts, wenn der Darm nicht sauber ist. Und es macht wenig Sinn, einen schlecht vorbereiteten Darm immer wieder zu spülen, dann breche ich die Untersuchung lieber ab. Und um das zu messen, gibt es den Boston Bowel Preparation Score, der von vielen angewandt wird, den ich Ihnen kurz noch einmal vorstellen möchte. Der letztlich etwas darüber aussagt, wie gut ist denn mein Darm vorbereitet. Und im Idealfall ist er exzellent vorbereitet. Ich habe sozusagen keine Reste mehr sichtbar. Wenn er gut vorbereitet ist, dann gibt es vereinzelt Flüssigkeiten, die möglicherweise gut absaugbar sind. Aber die Grade 1 und 0 sind nicht akzeptabel. Hier muss man eine Untersuchung abbrechen und sie auf einen anderen Zeitpunkt verlegen. Warum ist es so wichtig, dass der Darm gut vorbereitet ist? Natürlich muss ich die Schleimhaut gut sehen, damit die Rate der übersehenen Läsionen geringer wird. Je schlechter der Darm vorbereitet, umso mehr übersehe ich. Und das gilt im rechten Kolon vor allem für die serratierten Läsionen. Wenn die mit entsprechendem Darminhalt überlagert sind, dann sind sie schlecht zu detektieren. Und das hat natürlich auch etwas mit der Erhöhung der Adenom-Detektionsrate zu tun, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und das Zeitmanagement spielt hier eine gute Rolle. Und da sage ich noch etwas, was, glaube ich, im Kommen ist. Die Stiftung Lebensblicke hat in diesem Jahr den Darmkrebspräventionspreis verliehen an Herrn Privatdozent Dr. Walter, der eine App entwickelt hat, die sozusagen die Vorbereitung begleitet, den Patienten immer wieder darauf aufmerksam machen muss, was er wann, wo, wie zu tun hat. Das ist im Einzelfall von Praxis zu Praxis durchaus unterschiedlich, aber diese App kann ja sehr individuell gestaltet werden. Und sie leistet Folgendes.
Sie fördert die Compliance bei der Vorbereitung. Sie erhöht die Darmsauberkeit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und sie kann natürlich helfen, die Zahl der Läsionen, die ich entdecken möchte, weiter zu erhöhen. Also ein wichtiges Tool im Zeitalter der Digitalisierung, dass wir auch hier sozusagen einen Schritt vorankommen. Die Überwachung und die Sedierung sind wichtige Voraussetzungen für eine gute Darmspiegelung. Die Untersuchung muss im Team erfolgen. Das kann ich nicht als Einzelperson machen. Ich brauche Hilfen. Ich brauche mindestens jemanden, der mir bei der Untersuchung hilft, genauso wie jemanden, der die Sedierung überwacht. Und da ist heute Standard die intermittierende Applikation von Propofol. Nur wenn ein Anästhesist dabei ist, was in einigen Praxen immer wieder mal vorkommt, dann kann man eine solche Gabe auch mittels Perfusor geben, denn da sind andere Überwachungsstrategien zu empfehlen. Das hat sehr klar eigentlich schon Frau Rippaus vor einigen Jahren festgelegt. Es ist aber auch so, wird aber auch so in den neuen Empfehlungen bzw. Leitlinien der Endoskopie weiter aufrechterhalten. Das nächste. Nun, der Eingriffsraum spielt eine wesentliche Rolle. Wenn ich Sedierung mache und wenn ich einen invasiven Eingriff mache, dann muss ich eine entsprechende Monitoreinheit haben, wo ich Vitalparameter messen kann. Ich brauche aber auch alle Hilfsmittel, die notwendig sind, wenn ich zum Beispiel einen Herzstillstand während der Untersuchung habe. Ich muss in der Lage sein, mit einem trainierten Personal eine solche Möglichkeit in den Griff zu bekommen. Und dass das möglich ist, weiß jeder, der sozusagen so etwas schon mal erlebt hat, miterlebt hat, dass das natürlich eine Conditio sine qua non ist. Das nächste. Nun, es gibt dann einige methodenbedingte Zeiten, die zu kennen wichtig sind. Viele Untersuchungen haben dargelegt, dass die Zirkum-Intubationsrate so ein wichtiger Messparameter ist, an dem ich ablesen kann, ob meine Untersuchung vollständig ist. Das heißt, ich muss auch dokumentiert haben, dass ich das Zirkum erreicht habe. Das geht am besten, indem man den Appendixausgang dokumentiert. Und die Literaturdaten sagen ganz eindeutig, und das sagt auch die S2K-Leitlinie unserer Fachgesellschaft, dass die Zirkum-Intubationsrate über 95% betragen sollte. Ähnliches gilt für die Geräterückzugzeit. Es gab mal Zeiten, da haben Kollegen auf Kongressen damit durchaus, ja, so ich mal angeben wollen, dass sie sehr schnelle Koloskopien machen, in einigen Minuten mit der Untersuchung fertig sind. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass hier Möglichkeiten des Übersehens groß sind. Deswegen ist, und das ist seit einigen Jahren auch dokumentarisch belegt, eine Mindestzeit von 6 Minuten beim Rückzug der Geräte erforderlich. Das ändert sich natürlich damit, wenn ich Befunde erhebe und entsprechende Abtragung mache. Nun, der Schwerpunkt liegt sicher auf der sogenannten Adenom-Detektionsrate. Und da hat es eine bahnbrechende Untersuchung von der polnischen Gruppe um Kaminski gegeben, die gezeigt haben, je größer meine persönliche Erfahrung ist, umso größer ist auch die Detektionsrate. Und Sie sehen an der gelben Linie unten, derjenige, der eine hohe Adenom-Detektionsrate hat, der kann auch davon ausgehen, dass seine Übersehensrate und natürlich auch die Folge dessen am geringsten ist. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass der trainierte Gastroenterologe seine Adenom-Detektionsrate kennt, um zu wissen, wo stehe ich derzeit. Nächste. Man kann sich ein bisschen noch behelfen, indem man eine kappenassistierte Koloskopie macht. Es gibt Firmen, die solche Kappen vertreten. Die sind käuflich und sind eigentlich sehr gut handhabbar, indem man sie aufsetzt vorne auf das Endoskop. Es hat gerade eine ganz aktuelle Arbeit im American Journal of Gastroenterology gegeben, die das noch einmal bestätigt hat, dass diese Kappen dazu hilft, durch Glätten der Falten beim Rückzug besser zu sehen, ob es sich um Polypen handelt oder nicht. Das nächste. Nun, entscheidend ist auch, wenn man einen Befund erhoben hat, dass dieser Befund komplett entfernt wird. Da gibt es die verschiedensten Techniken. Ich zeige Ihnen hier für ein Lateral Spreading Adenoma eine Piecemeal-Resektionstechnik. Diese Folie verdanke ich Herrn Feiß aus früher Hamburg, jetzt Berlin.
Das Problem der Piecemeal-Abtragung, das nächste, ist eigentlich gut dokumentiert an diesem Beispiel. Es zeigt sich, dass offensichtlich die Rezidivrate nach solchen Abtragungen deutlich größer ist, als wenn man eine En-Bloc-Resektion schafft. Und das führt natürlich dazu, dass man sich vor allem bei solchen großen Polypen auch Gedanken machen muss über die sozusagen Mucosa-Dissektion oder auch eine komplette, totale Resektion, wie es ja heute zum Teil en bloc Resektion machbar ist. Das sind aber Techniken, die nur in dazu spezialisierten Einheiten durchgeführt werden, weil sie durchaus auch mit Risiko behaftet sind. Dennoch, die Entscheidung dazu, was man macht, hängt natürlich auch von der Größe und von der Beschaffenheit ab. Man muss aber wissen, wenn man ihn nicht auf Anhieb komplett herauskriegt, dann ist die Rezidivrate durchaus vorhanden. Das nächste. Nun, für mich am allerwichtigsten ist, dass wir die Befähigung zur Koloskopie haben. Und da gibt es eine Qualitätsvereinbarung, die mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung immer wieder ausgehandelt worden ist, die einiges vorsieht, was der, der Vorsorgekoloskopie machen will, machen muss, gemacht haben muss. Es sind fachliche Voraussetzungen, Zahlen, es sind apparative Voraussetzungen, es ist die Dokumentation und es ist, worauf ich großen Wert lege, die regelmäßige hygienisch-mikrobiologische Überprüfung der Einheit. Das ist gerade in heutigen Zeiten, glaube ich, extrem wichtig. Ich weiß aus der Erfahrung mit der europäischen Qualitätsstudie, die ich einige Jahre geleitet habe, dass das in vielen europäischen Ländern durchaus unterschiedlich ist. Wir in Deutschland können stolz darauf sein, dass wir diese Voraussetzungen dafür haben. Bitte mal weiter, dass so etwas bei uns angewandt wird und dass diejenigen, die in den Praxen diese Untersuchung machen, so qualifiziert sind. Und ich hatte schon gesagt, ein Vier-Augen-Prinzip ist in der Endoskopie was Gutes. Es gibt dazu Daten, die zeigen, wenn eine qualifizierte Fachkraft in der Endoskopie mit auf das sozusagen auf den Monitor schaut, dann sehen vier Augen mehr als zwei und man sollte sich dieser Fachkraft durchaus bedienen. Denn, und das ist mein letztes Bild, die wichtigsten Qualitätsparameter zusammengefasst. Die Expertise steht für mich ganz im Vordergrund. Die Vorbereitung ist entscheidend, eine exakte Darmreinigung notwendig. Wir müssen einige technische Vorgänge bei der Untersuchung beherzigen, wie die Zirkumintubationsrate oder die Geräterückzugzeit. Wir sollten unsere Adenomdetektionsrate kennen, dann wissen wir, wie gut wir eigentlich letztlich sind. Bei Polypen immer die komplette Ektomie anstreben, das ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Und unsere Nachsorge richtet sich entscheidend nach den Befunden, die ich erhoben habe. Denn, last but not least, die Koloskopie ist deshalb auch eine Erfolgsgeschichte, weil es diese Voraussetzungen bei uns gibt und weil sie diese Voraussetzungen in ihren Praxen und in den Kliniken so eingehalten haben, dass wir heute sagen können, dank der Koloskopie ist die Neuerkrankungsrate und die Sterblichkeitsrate rückläufig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ah, lieber Professor Riemann, ganz, ganz toller Beitrag, herzlichen Dank. Und ein Punkt, der bleibt mir heute den ganzen Tag noch im Kopf und sicherlich auch noch die ganze Woche. Und ich werde ihn übernehmen, wenn Sie erlauben. Ein vermeidbares Sterben durch Darmkrebs. 26.000 Patientinnen und Patienten, die jedes Jahr versterben und sicherlich eine der wenigen, vielleicht die einzige Krebserkrankung, die wir tatsächlich komplett vermeiden könnten, wenn die Vorsorge durchgeführt wird. Und Sie haben uns gezeigt, wie wichtig die entsprechenden Qualitätsparameter sind und in dem Zusammenhang ganz wichtig auch die der Darmvorbereitung. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass auch Sie und die Stiftung Lebensblicke wieder hier voranschreiten und auch einen Preis vergeben für etwas Besonderes, was entwickelt wurde. Und ich denke, das, was dort entwickelt wurde, das ist sicherlich hochinteressant, nämlich diese App zur Darmvorbereitung. Und auch wir machen dort eine Zusammenarbeit ganz eng mit der Firma Norgin, die diese App auch entwickelt hat, in der Verwendung zum Beispiel von der Darmvorbereitung.
Nachvorbereitungslösung Plenvu. Und das ist sicherlich etwas sehr Interessantes. Wir haben heute viel darüber gesprochen, bereits auch über den Tag verteilt, über neue digitale Medien und wie sie uns helfen, die Fortbildung weiter fortzuführen, auch in diesen sehr herausfordernden Zeiten. Sie haben es bei sich im Hintergrund stehen, wir sind immer noch mitten in der Pandemie drin. Glauben Sie, dass diese digitalen Medien, Herr Professor Riemann, auch in Zukunft unseren Patienten, aber vielleicht auch uns als behandelnde Ärztinnen und Ärzte helfen können, die Vorsorge vielleicht noch effektiver zu gestalten? Also ich denke mal, wir sind gut beraten, da womöglich uns der Digitalisierung zu bedienen. Das gilt, wie wir das ja schon gesagt haben, in der Erkennung von Läsionen im Bereich des Verdauungstrakts. Es gilt auch in der Vorbereitung und es wird noch viel mehr gelten nachher in der Risikoabschätzung. Die Gruppe um Hermann Brenner entwickelt derzeit eine App, die möglicherweise individualisierte Risikobeurteilungen möglich macht, wo viele Parameter eingegeben werden können und wo letztlich, wenn es denn tatsächlich zu dieser App kommt, die weite Verbreitung findet, auch ein genetischer Risikoskor für solche, die belastet sind, einfließen kann. Also ich denke mal, wir sollten uns den Möglichkeiten bedienen. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind Dinge, die wir brauchen. Vielen Dank. Verbesserte Detektion und Charakterisierung durch ein verändertes Lichtspektrum. Und wie gesagt, die Frage ist natürlich für uns in der Endoskopie immer, warum sollten wir überhaupt optimieren? Gibt es dafür einen Grund? Und ich bin da immer sehr deutlich. Ich sage, wir müssen optimieren, weil wir Befunde halt einfach übersehen können. Und nicht nur können wir übersehen die Befunde. Und das wissen wir seit vielen Jahren. Die Koloskopie ist natürlich unser Goldstandard in der Diagnose kolorektaler Läsionen. Aber natürlich wissen wir auch seit vielen Jahren, dass bis zu 30% dieser kolorektalen Läsionen, überwiegend sind das natürlich kolorektale Polypen und Adenome, nicht gesehen werden können. Ich halte mich immer zurück mit dem Begriff übersehen, deswegen möchte ich ausdrücken, sie werden nicht gesehen, weil sie zum Beispiel hinter Falten oder Ähnlichem lokalisiert sind. Sodass wir eine besondere Herausforderung in der Diagnose alle haben und diese Herausforderungen sind diese versteckten Läsionen, die ich angesprochen hatte, hinter Falten lokalisiert. Es ist die Herausforderung, dass die Läsionen wie beim Barrett oder bei serratierten Läsionen zum Teil extrem flach sind und kaum Kontrastunterschiede zeigen, oder dass sie in chronisch entzündeter Schleimhaut auftreten, wie zum Beispiel bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Sodass wir definitiv die Notwendigkeit haben, neue endoskopische Verfahren einzusetzen. Ich denke, für beides, sowohl für die Detektion, für das Erkennen von Läsionen, als auch für die weitere Charakterisierung der Läsion, handelt es sich nun um einen gutartigen Polypen, eine Hyperplasie oder vielleicht doch um eine Präkanzerose wie ein Adenom. Die Firma Sonoscape, die uns heute freundlicherweise unterstützt bei dieser Seminarreihe und wir haben in einigen Wochen ein zweites Thema, was auch darauf aufbauen, zu dem ich Sie heute auch noch einmal ganz herzlich einladen darf. Sonoscape ist eine neue Firma auch auf dem deutschen Markt und sie hat auch nun ein neues optisches Chromoendoskopiesystem vorgestellt. Und dieses Chromoendoskopiesystem besteht aus zwei verschiedenen Farbfeldern, wie Sie hier sehen können. Sie nennen es SFI für Spectral Focused Imaging und die sogenannte VIST Technology, VIST, Versatile Intelligent Staining Technology. Unter diesen Begriffen verbirgt sich eine spezielle Bildbearbeitung, welche sowohl optische als auch die digitale Bildwiedergabe optimiert, zu deutlich kontrastreichen und hellen Bildern auch führt und dadurch natürlich eine genaue Darstellung von sowohl Schleimhaut- und Gefäßmustern bei diesen Läsionen darstellen lässt. Und diese Heterogenität, die haben wir bei den Diabetikern. Und eine ganz neue Diagnostik, die wir ungefähr seit 2-3 Jahren noch in der Klinik. Sie sehen, wir haben bei diesem Spectral Focus Imaging und dem VIST drei different Modi. Das eine ist der sogenannte High Definition Weißlichtmodus. Sie sehen ganz helles, gut ausgeleuchtetes Bild. Das sogenannte SFI, was vor allen Dingen
rote Gefäßstrukturen etwas heller in der Intensität erscheinen lässt, sodass dann dieses kontrastierte Bild erscheint und dann für die Charakterisierung von den Läsionen diese sogenannte VIST-Technologie, die vielleicht anderen auf dem Markt bereits etablierten Systemen sehr ähnlich, dann auch in der Darstellung näher kommt. Ist es nun effektiv in der Detektion und Charakterisierung, weil das ist ja das Thema, können wir verändertes Licht verwenden, um mehr zu sehen? Und ich möchte Ihnen einmal in diesem Video zeigen, wie das HD-Weißlichtbild aussieht und wie das Ganze dann aussieht, wenn man dann diesen SFI-Modus zusätzlich mit einschaltet. Und dann sehen Sie doch, dass vor allen Dingen, wie ich es vorher ausgedrückt hatte, diese roten Intensitäten im Bild etwas deutlicher erscheinen und dadurch dann die Abgrenzung dieser Läsion dann auch etwas besser zur Darstellung kommt, wenn Sie das vergleichen zu dem ganz normalen weißlichtendoskopischen Bild und dann hier mit dem sogenannten SFI-Modus. Das Ganze natürlich wie immer per Knopfdruck. Sie sehen hier bei einem chronisch-entzündlichen Patienten mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung hier auch unter SFI dann diese flache Läsion, die einer Hyperplasie entspricht und dann unter dem Charakterisierungsmodus, dem sogenannten VIST, sehen Sie dann hier ganz klar die Oberflächencharakterisierung mit den typischen runden Kolonkrypten, was in diesem Fall einer Hyperplasie im Dickdarm entspricht. Ganz wichtig ist, wir können diese Technik wirklich in verschiedenen Indikationen einsetzen und ich möchte Ihnen nur einmal die Bilder zeigen, die uns auch noch einmal vor Augen halten, wie wichtig es tatsächlich ist, auch wenn es geht. Wenn es geht in der Endoskopie, weil auch das ist natürlich immer abhängig von den Kosten, denen wir begegnet sind, aber auch neue Techniken einzusetzen. Sie sehen einmal hier dieser flache Polyp ganz deutlich besser dargestellt, vor allen Dingen in der Abgrenzung dann mit dem sogenannten FSI und dann die Charakterisierung mit dem VIST-Modus, in diesem Fall ein tubulovillöses Adenom. Aber natürlich ist die Argumentation korrekt, wenn wir sagen, wir benötigen SFI und eigentlich auch VIST nicht, um eine solche Läsion zu diagnostizieren. Wir sehen die auch sehr gut mit dem ganz normalen Weißlicht. Aber deutlich interessanter wird es sicherlich, wenn wir uns diese Läsion anschauen. Sie sehen einmal das Weißlichtbild hier in der Inversion im Magen und dann hier mit SFI kombiniert. Und dann sehen Sie hier diese ganz kleine Läsion. Und es lohnt sich tatsächlich, diese Läsion nicht nur anzuschauen, sondern auch näher zu charakterisieren und dann eine Biopsie zu nehmen, histologisch ein Magenfrühkarzinom. Und sowas kann natürlich auch endoskopisch noch entfernt werden. Sie sehen hier einen ganz ähnlichen Befund, den Sie haben, wieder in der Inversionsbewegung hier im Magenkorpus. Sie sehen so eine kleine erosive Veränderung, deutlich besser abzugrenzen mit dem SFI. Da würde man sagen, das ist sicherlich eine Erosion, bedingt durch die Einnahme von Aspirin. Wenn man ganz genau sich diese Strukturen anschaut, dann sieht man aber hier leicht veränderte Gefäßstrukturen. Sie können das Ganze mit dem VIST-Modus noch etwas besser zur Darstellung bringen und dann sehen Sie hier auch veränderte Gefäße und auch das ein Magenfrühkarzinom. Und ich möchte Ihnen diese Bilder auch noch einmal zeigen, weil es sind Läsionen, die relativ einfach zu endoskopisch auch noch zu therapieren sind, im Rahmen einer endoskopischen Submukosa-Dissektion zum Beispiel. Aber es sind sicherlich Läsionen, wenn man sie vergleicht zu dem typischen, was wir erkennen in der Endoskopie, die relativ häufig ähnlich auftreten können und dann von uns doch vielleicht eher als NSAR-induzierte Läsionen abgetan werden. Ist diese neue Technik von Sonoscape nun vergleichbar zu anderen Systemen? Und hierzu wurde eine Studie durchgeführt. Und ich denke, Studien sind immer sehr wichtig, weil noch einmal, es handelt sich natürlich um eine neue Firma auf dem Markt, die sich erst einmal noch mal etablieren muss. Und die Frage ist natürlich immer, kann sie sich auch etablieren? Sind diese Verfahren wirklich auch vergleichbar? Und das ist eine internationale, multizentrische Studie, die durchgeführt wurde. Sie sehen die Zentren, die teilgenommen haben, unter anderem auch aus Deutschland. Das Ziel war, die Performance-Parameter zu untersuchen bei Sonoscape und anderen etablierten Herstellern auf dem Markt. Und Sie sehen, die Zeiten, die dargestellt wurden, das waren die typischen Performance-Parameter, die wir immer registrieren müssen. Die Zeit zum Zirkum, die Rückzugszeit, die Polypendetektion und auch die Größe der Polypen. Ich möchte Ihnen die Ergebnisse hier kurz zeigen. Sie sehen, es wurde verglichen mit Olympus und Pentax und Sie sehen, die Zeit zum Zirkum war in allen Gruppen nicht signifikant unterschiedlich. Eben nicht die Rückzugszeit, die Polypendetektionsrate und auch die Polypengröße waren nicht signifikant unterschiedlich in all den Gruppen, sodass man daraus schließen kann, aus dieser randomisierten, prospektiv erhobenen Studie, dass zwischen diesen drei untersuchten Herstellern kein signifikanter Unterschied besteht. Also Sonoscape kann gleichwertig in diesen Aspekten hier eingesetzt werden zu Olympus und auch Pentax.
Wie geht es nun um die Charakterisierung? Und Sie sehen hier den neuen Videoprozessor von Sonoscape, auch dieser sogenannte HD550. Und in diesem Zusammenhang wurde jetzt eine neue Klassifikation erarbeitet. Wir haben viele Klassifikationen im Bereich der Endoskopie. Das ist nun die erste Klassifikation, die sogenannte Valid-Klassifikation, die jetzt auf der DDW vor wenigen Monaten hätte vorgestellt werden sollen. Leider auch diese Veranstaltung natürlich durch Corona abgesagt. Aber diese Klassifikation bedient sich der Oberflächenstrukturierung des Polypen. Sie schaut sich an, ob die Oberfläche regulär ist, irregulär oder ulzeriert. Schaut im Weiteren die PIT-Pattern an, das sind die Kolonkrypten, also die Oberfläche, nur das sind die einzigen Parameter, und macht dann bei Runden eine Vorhersage, dass sich um einen hyperplastischen Polypen handelt. Weil dieser VIST-Modus so genau in der Darstellung ist, ermöglicht es auch noch die sehr genaue Abgrenzung eines tubulären Adenoms, eines villösen Adenoms oder eines tubulovillösen Adenoms. Und dann schließlich, wenn wir eine ulzerierte Oberfläche haben und keine PITs mehr sehen, also keine Kolonkrypten, dann ist die Diagnose eines Karzinoms gestellt. Eine sehr einfache Klassifikation. Und wie gesagt, wir haben viele Klassifikationen, aber soweit die erste, die tatsächlich auch validiert wurde, dass sie nicht nur vorhersagen kann, ob es sich um ein Adenom handelt oder um eine Hyperplasie, aber tatsächlich auch vorhersagen kann, um welchen Typus der Histologie es sich bei einem Adenom handelt. Sie sehen hier noch einmal kurze Beispiele dargestellt, wie die Auflösung dann aussieht. Durch ein verändertes Licht können wir wirklich deutlich mehr erreichen, wie wir wissen. Mit dieser VIST-Technik können wir ohne Probleme sagen, Surface sind keine runden Pits, es sind elongierte. Ja, und dann können wir ganz klar sagen, es handelt sich um ein tubuläres Adenom. Dafür brauchen wir keine histologische Befundung mehr. Genauso hier, Sie sehen den Unterschied, einfach nur die runden Kryptenöffnungen in der Darstellung. Und das sind normale Aufnahmen, die man in der Endoskopie generiert mit etwas Debris noch in der Umgebung, eine Hyperplasie, ein typischer Befund, sodass ich zusammenfassen darf, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Endoskopie ist natürlich effektiv, aber wir dürfen nie vergessen, wir übersehen oder wir können einen Großteil der Läsion zum Teil wirklich nicht sehen. Und das ist der Grund, warum, wenn es möglich ist, wir tatsächlich auch neue endoskopische Techniken einsetzen sollten. Wir haben jetzt gelernt, es gibt einen neuen Player auf dem Markt, in Deutschland auch, und das ist die Firma Sonoscape. Und sie hat diese neuen Modi, das sogenannte SFI, zur Verbesserung der Detektion und Abgrenzung von Läsionen. Und die sogenannte VIST-Technologie zur Charakterisierung von Läsionen. Ich habe Ihnen in diesem Zusammenhang die Welle-Klassifikation auch noch einmal dargestellt, die auch eine ganz genaue Vorhersage der Polypenhistologie erlaubt. Sodass ich mich zunächst einmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken darf. Und lieber Herr Professor Riemann, während wir Ihren Vortrag noch vorbereiten, dann darf ich vielleicht die erste Frage an Sie richten. Wie sehen Sie das denn? Auch als ein Vorreiter im Bereich neuester endoskopischer Verfahren und Techniken über die vielen Jahrzehnte, müssen wir wirklich uns immer weiter verbessern? Müssen wir wirklich immer neue Techniken auf dem Markt etablieren? Oder ist irgendwann wirklich einmal der Punkt gekommen, zu sagen, jetzt ist es nicht mehr notwendig, wir brauchen keine neuen Techniken mehr? Wie sehen Sie das? Also grundsätzlich stehe ich den Neuerungen sehr positiv gegenüber. Wenn die Neuerungen letztlich dazu führen, vor allem die Detektion der Polypen dazu führen, dass wir irgendwann in der Lage sind, sozusagen eine endoskopische Pathologie zu machen. Mit anderen Worten, sicher zu sein, dass ein Polyp so banal ist, dass ich ihn nicht nur drin lassen könnte, sondern auch weiß, in welche Richtung bewegt sich zum Beispiel das Risiko des Menschen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir, sage ich mal, 80-Jährige untersuchen würden, gibt es 50%, die Polypen haben. Viele haben banale Polypen, die nie in irgendeiner Form sozusagen problematisch werden. Von daher, alle Verbesserungen, die zu einer Qualifizierung vorhandener Polypen beitragen, sind willkommen. Lieber Horst, so als auch zweiter Vorsitzender vom BNG, und du verwendest ja auch diese Techniken. Wie ist deine Erfahrung damit? Bringt es etwas, dieses SFI einzusetzen? Setzt du es ein? Sollte man solche Techniken immer nur auf dem Rückzug anwenden oder nur unter speziellen Fragestellungen, vielleicht nur bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder Ähnlichem? Wie siehst du das? Ja, also wir setzen das System jetzt schon seit nunmehr dreiviertel Jahr ein auf dem Rückzug. Man habe es
Immer mit SFI-Licht, mache ich die Betrachtung immer mit SFI-Licht und ich habe mich schon adaptiert. Also ich fühle mich schon fast ein bisschen blind, wenn ich das SFI nicht einschalte. Also ich habe das Gefühl, man hat eine höhere Detektionsrate, ich fühle mich sicherer. Klar, es geht natürlich auch als entfahrener Endoskopiker ohne die ganzen Helferlein, aber ja, ich denke, es hat was und es ist vor allen Dingen, das arbeite ich gleich noch kurz raus, eine Sache, dass ich halt auch die Klassifikation der Polypen besser vornehmen kann und auch entscheiden kann, was trage ich wie ab. Und das ist mir eine große Hilfe, ja, also muss ich schon sagen. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt und wir sprechen ja immer über die neuen Techniken und Corona ist ja jetzt auch etwas, was uns allen in den Köpfen hängt und was uns natürlich auch in der täglichen Arbeit extrem einschränkt. Und in dem Zusammenhang ist aber auch immer die Frage, bringt es vielleicht etwas, die Patienten mit diesen neuen Techniken zu untersuchen, um die Untersuchungszeiten vielleicht auch kürzer zu gestalten oder ähnliches? Hast du da Erfahrung aus deiner eigenen Praxis, Horst? Also wir haben ja das Problem mit Corona, dass wir halt insgesamt einen einfach längeren Untersuchungszyklus haben. Wir kriegen die Schlagzahlen nicht mehr hin, die wir früher hatten. Das ist einfach so. Das ist das neue Normal. Und ob wir jetzt Zeit sparen, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich versuche mir natürlich weiterhin Zeit zu lassen. Es wird aber trotzdem so sein, dass man vielleicht hier und da eine Läsion sieht, die man vielleicht vorher nicht gesehen hätte. Also ich glaube schon, dass es was bringt. Ob es uns Zeit spart, weiß ich nicht, glaube ich jetzt eher nicht, aber es macht sicherer. Also das kann man schon von sicherlich sagen. Die Sache ist natürlich immer, neue Techniken anzuwenden. Das ist natürlich auch etwas, was in der Regel immer mit einer Investition einhergeht. Investitionen in die Zukunft sind wichtig, aber natürlich sind wir auch in unseren Möglichkeiten zu investieren beschränkt. Wir können nicht jedes Jahr immer leider in neue Techniken investieren, sodass ich denke, ich für uns alle hier auch am heutigen Online-Seminar die Frage stellt, wann ist der richtige Zeitpunkt, auch wirklich in eine neue Technik zu investieren? Sollte man es heute tun? Sollte man noch warten? Wie sind die Entwicklungen in der nächsten Zukunft? Wir sehen jetzt vor allen Dingen auch ganz besonders neue Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz mit hervorragenden Systemen, die es dort gibt. Aber die Frage der Investition, das ist natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt und in dem Zusammenhang natürlich auch immer das, was wir herausbekommen. Was bekommen wir denn für unsere Leistung in der Endoskopie? Und da hat sich auch viel getan. Vor allen Dingen hat sich auch viel getan dank der ganz großen Arbeit vom BNG. Und Horst, wir haben dich ja heute wieder hier dabei und deswegen freuen wir uns immer ganz besonders, wenn du uns deine Beiträge zeigst zu der Kostenentwicklung und auch dem Update zur Kostenerstattung, weil dank eurer Hilfe auch hat sich viel getan. Aber wir können vielleicht auch nach deinem Vortrag, ich weiß nicht, ob du es einbindest, auch noch einmal diskutieren, was sich jetzt seit gestern oder vorgestern wieder getan hatte im Bereich der Dokumentationspflicht, sodass ich dich einmal bitten darf, deinen Vortrag aufzurufen. Update zur Kostenerstattung der Magen- und Darmspiegelung und wie es weitergeht. Du bist ja auch absolut immer dabei gewesen bei der Kapselendoskopie. Deswegen bin ich auch gespannt, was du über die Kapselendoskopie uns dann noch mit erzählen wirst. Also vielen Dank und wir freuen uns auf deinen Beitrag. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich hoffe, das ist alles gut zu sehen. Also bei mir sieht es gut aus. Daumen hoch, ja. Gut, wunderbar. Okay, ja, es geht um die Abrechnung unserer Leistungen in sehr herausfordernden Zeiten. Ich habe mich da jetzt versucht, kurz zu fassen, wobei das schon sehr schwierig ist. Na, jetzt geht es nicht weiter. So, aber ich möchte trotzdem mal einen Überblick geben, wo wir überhaupt stehen. Zunächst einmal ist der niedergelassene Gastroenterologe ein Unternehmer, das verliert man vielleicht so ab und zu mal so ein bisschen aus dem Blick. Aber letzten Endes sind wir in der Situation, dass wir Einnahmen haben und wir haben pro Untersuchung Kosten. Das sind die sogenannten variablen Kosten, aber es gibt auch Fixkosten. Das ist das Personal, die Miete, Kredite, Versicherungen, Dinge, die wir also nicht unbedingt jetzt in der Situation anpassen können. Und die sind in der Endoskopiepraxis leider sehr, sehr hoch. Und wenn wir letzten Endes die Einnahmen haben und ziehen davon die Kosten ab, sowohl die Variablen als auch die Fixen, dann haben wir einen Gewinn. Und dieser Gewinn, der kann mehr oder weniger gut aussehen. Natürlich ist klar, wenn wir jetzt irgendwo an der Einnahmenseite drehen, dass wir da weniger Einnahmen haben, dann kommt unten weniger Gewinn raus. Wie rechnen wir ab? Das machen wir ja, wie Sie alle wissen, mit zwei Systemen. Wir haben einmal
die sogenannten Kassenpatienten, also Abrechnung über den einheitlichen Bewertungsmaßstab, und wir haben die Privatpatienten. Die werden über die Gebührenordnung für die Ärzte abgerechnet. Und erstaunlicherweise ist es so, dass wir zwar oft einen Umsatz haben, der so bei 80-20 liegt. Und wenn wir dann angucken, wie viele Patienten das dann sind das aber, ist das eine ganz andere Relation. Wir haben, um diesen Umsatz zu generieren, viel weniger Privatpatienten notwendigerweise da als EBM-Patienten. Das heißt, letzten Endes, um im EBM-Bereich irgendwo an der Gewinnschraube zu drehen, muss man halt eben ganz ordentlich den Turbo drehen. Und das ist halt eben natürlich ein Punkt, wo man darauf eingehen muss, wenn man über Qualitätskontrolle spricht. Haben wir also eine Unterfinanzierung im EBM, dann muss das irgendwo querfinanziert werden. Und die Situation ist tatsächlich die, dass das in vielen Praxen über die Privatpatienten passiert. Das heißt also mit anderen Worten, das privatärztliche System, das ja zur Diskussion steht, finanziert auch das Kassensystem. Das muss man ganz klar sagen und deutlich sagen. Und bei vielen Praxen wird die Arbeitssituation schier unerträglich, wenn keine Privatpatienten mehr da wären. In der Endoskopie, habe ich gerade angesprochen, haben wir Fixkosten und variable Kosten. So sieht das neue Normal aus. Wir arbeiten unter Vollschutz. Und Sie sehen hier den ganzen Gerätepark, den wir da um uns herum gruppiert haben. Wobei die größten Kostenfaktoren, die sind, die auf zwei Beinen stehen. Nämlich das ist der Endoskopeur, das ist mit Abstand der größte Kostenfaktor. Und die Schwester 1 und Schwester 2, hier nicht im Bild, die sogenannte NAPS-Schwester, die die Sedierung überwacht. Aber die Kosten gehen natürlich weiter pro Untersuchung, und wenn wir jetzt die Untersuchung abgeschlossen haben, ist ja für das Endoskop noch nicht der Abschluss da, sondern das muss gereinigt werden, muss desinfiziert werden und dann wieder bereitgestellt werden. Das wird ja in der sogenannten Aufbereitung gemacht, und auch da haben wir halt eben entsprechende Kosten, Fixkosten und auch variable Kosten, wie Sie hier sehen. Die Situation stellt sich 2020 problematisch dar. Warum? Wir haben einmal im April, da komme ich gleich drauf zu sprechen, einen kleinen Dämpfer erhalten. Wir sind bei der Neuberechnung des EBMs halt sehr schlecht bedacht worden, und die endoskopischen Leistungen wurden zum Teil abgewertet, was uns natürlich sehr traurig stimmt. Andererseits haben wir durch einen erhöhten Hygieneaufwand und auch einen erhöhten Zeitaufwand Einnahmen sinkend. Die Ausgaben sind gestiegen wegen der Kosten, die wir für die persönliche Schutzausrüstung aufbringen mussten, sodass unterm Strich gesehen natürlich dann der Gewinn auch dahingeschmolzen ist dieses Jahr. Aber ich sagte schon, der Arzt ist ja Unternehmer und er hat auch Verantwortung. Er ist ein mittelständischer Unternehmer und er trägt Verantwortung für seine Mitarbeiter. Und letzten Endes muss man an irgendeiner Schraube drehen, wenn das die Personalkosten sind, die man da minimiert, oder wenn das Weihnachtsgeld ausfällt, dann gibt es halt eben ein trauriges Gesicht, und das ist natürlich auch wieder für die Stimmung und dann letzten Endes für die Qualität in der Praxis nicht gut. Man wird natürlich, wenn die Einnahmen sinken, an anderen Schrauben versuchen zu drehen. Das sind natürlich dann auch oft Investitionskosten, die man vielleicht jetzt mal scheut. Das heißt, wenn man vor der Wahl steht, ob man jetzt einen neuen Turm anschafft mit einer innovativen Technik wie diese hier, dann fragt man sich, ob das dieses Jahr gemacht werden soll oder ob man nicht vielleicht doch 2 Jahre wartet, bis sich die Situation wieder so ein bisschen geklärt hat. Und wo wir jetzt genau stehen, habe ich hier mal in einer Tabelle zusammengefasst, wo man auch mal sieht, was kommt da hinten eigentlich bei raus. Und da ranken sich ja oft Gerüchte wieder. Aber das sind jetzt die Originaldaten, die wir zurzeit auch haben. Die können Sie bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nachlesen. Da ist ein Online-Katalog. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf die Gastroskopie gucken, die ist zurzeit mit 96,47 € vergütet. Das ist natürlich wenig befriedigend für eine Untersuchung, die einen technisch hohen Aufwand bedeutet, wo wir Patienten sedieren, wo wir uns natürlich auch Zeit lassen wollen. Die wurde zwar am 1. April etwas aufgewertet, wir haben 7 € mehr, aber letzten Endes ist das trotzdem nicht befriedigend und wird bei weitem nicht dazu führen, dass wir mit Freude gastroskopieren können. Und dazu kommt noch, dass die Gastroskopie in Budgets verschwinden kann. Das heißt, wenn man jetzt nur eine genügende Anzahl Gastroskopien macht und das Budget ist aufgebraucht, dann wird die Leistung abgestaffelt und am Ende kommen dann nur noch 60 € raus als Einnahme. Und dann sind wir letzten Endes endgültig im defizitären Bereich. Die Früherkennungskoloskopie ist immer noch relativ gut bewertet.
Aber sie wurde halt tatsächlich abgewertet am 1.4. Und zwar wurden 18 Euro weniger jetzt vergütet oder werden vergütet. Und das verstehen wir schlichtweg und ergreifend nicht, weil die Vorsorge ja wichtig ist und gerade jetzt in diesen Zeiten weiter hochgehalten werden soll. Warum also wird sowas abgewertet? Das Gleiche gilt für die Koloskopie, die schlechter bewertet wird mit 175 Euro. Auch hier ein Abzug von 17 Euro, völlig unverständlich, weil diese Zahlen überhaupt nicht den Alltag widerspiegeln und auch nicht die Kosten widerspiegeln, die wir bei einer Koloskopie haben. Einen kleinen Lichtblick gibt es aufgrund der Arbeit des BMG, der ständigen wieder vorsprechen bei den Institutionen, seit jetzt nun mal über 10 Jahren, wird seit 1. April einmal Material erstattet, und zwar als Sachkosten. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben also jetzt Ziffern, die wir einsetzen können und bekommen dann, wie Sie sehen, diese Beträge. Das ist jetzt, sind Beträge, die kann man darüber diskutieren, aber es sind durchaus Beträge, wo man sagt, ja, damit kriegt man halt eben eine Zange, eine Schlinge finanziert. Ob das beim Clip-Applikator jetzt möglich ist, muss man zeigen. Aber das bekommt man hin. Gleichzeitig wurden die Leistungen selber nochmal etwas abgewertet. Das liegt daran, dass in den bisherigen Endoskopieleistungen die Aufbereitungskosten für die Mehrweginstrumente mit eingepreist waren. Und man hat die jetzt wieder bereinigt. Man hat die also quasi rausgerechnet, sodass dann letzten Endes halt eben von der Endoskopie nochmal 3 Euro abgezogen werden. Aber unterm Strich ist das für uns schon mal ein großer Lichtblick und stellt die Situation etwas besser dar. Du hast es eben angesprochen, Helmut, Zeit sparen bei der Endoskopie. Ja, können wir das denn? Also das wäre natürlich klasse, wenn wir sagen, okay, wenn wir oben die Einnahmen kompensieren müssen, dann wollen wir das vielleicht dadurch machen, dass wir mehr untersuchen können. Das ist natürlich schwierig, aber es gibt ein paar Dinge, die kann man machen. Man kann beispielsweise hingehen und trägt die Polypen beim Vorschub ab. Das ist eigentlich eine Praxis, die letzten Endes sehr praktikabel ist, weil nichts ist lästiger als ein Polyp, den man beim Vorschieben sieht, aber bei dem beim Rückschub halt eben sucht und dabei geht Zeit drauf. Und die Zeit fehlt natürlich. Deswegen ist es empfehlenswert, Polypen sofort abzutragen, wenn man nicht sicher ist, ob man die beim Rückzug nochmal findet. Und es gibt sogar eine Studie, die hat errechnet, dass man im Schnitt 3,8 Minuten einspart. Und das ist natürlich schon viel, wenn man das aufsummiert. Auf 10 Untersuchungen sind wir bei 38 Minuten. Natürlich, wir hatten auch darüber gesprochen, wird uns auch die Technik helfen können, Polypen besser einzuordnen. Also ist er abtragungswürdig oder ist es vielleicht doch nur eine Polypenknospe, die eine Hyperplasie darstellt? Möglicherweise ist das ein Punkt, mit der wir halt Zeit sparen können. Gut, die Diskussionen gehen dahin, die sind offen. Ob man da wirklich Zeit spart, lasse ich mal da stehen. Aber fest steht, es macht sicherer. Also wir können auf alle Fälle ein Polyp besser detektieren, wir können einordnen und das gibt eine sehr große Sicherheit, uns bei der Untersuchung halt festzulegen, was wir da genau machen. Und wir können Materialschäden oder Reparaturkosten vermeiden mit Systemen, die besser sind, die narrensicher sind. Sie alle kennen die alten Systeme mit einem Verschlussdeckel. Sobald der Verschlussdeckel drauf ist, ist das Gerät dicht. Wenn die Schwester aber vergisst, den Verschlussdeckel drauf zu machen auf den Versorgungsstecker oder wenn der Verschlussdeckel undicht ist, dann gibt es einen Wasserschaden. Und bei einem Wasserschaden liegen wir bei einem Endoskop sofort bei Schäden, die im 4- bis 5-stelligen Bereich liegen, bis zum Totalschaden. Bei der neuen Generation der Sonoscape-Endoskope ist nunmehr der Versorgungsstecker 100% wasserdicht und das schließt diese Fehlerquelle aus. Und da können wir natürlich auch im Bereich der Variablen oder Fixkosten oder Reparaturkosten Geld sparen, indem sie halt eben erst gar nicht auftreten. Ein Wort zur Sonografie. Ja, ich finde, das ist so ein ganz finsteres Kapitel, weil es nämlich so ist, und das wissen auch die wenigsten, dass die Sonografie Abdomen mit 15,71 Euro vergütet wird. Das ist natürlich ein Witz, sage ich jetzt mal. Weil wenn wir uns mal auf eine Sonografie einlassen, dann brauchen wir dafür mal mindestens 10 Minuten. Ein gutes Sonografiegerät kostet für einen Gastroenterologen, taugliches Sonografiegerät kostet mindestens 25.000 Euro oder mehr. Wenn wir Farbe reinlegen, dann können wir die halt eben auch nur abrechnen, wenn wir eine entsprechende Zulassung dazu haben. Dazu ist die Ziffer nur zweimal im Quartal abrechenbar. Also es ist absolut unbefriedigend und macht überhaupt keinen Spaß. Und wenn dann die Ärzte halt eben ein bisschen sonografiemüde werden, dann liegt das vielleicht auch an der monetären fehlenden Motivation, die man da hat.
Weil machen können wir es natürlich. Wir haben alle eine super Qualifikation, genau das zu machen. Und Sonographie ist nach wie vor eine sehr, sehr gute, nicht invasive Methode. Und dann kommen wir zur Kapselendoskopie. Das ist eine Erfolgsstory. Wie wird die berechnet oder wie wird die erstattet? Wir hatten natürlich bis lange Zeit die Situation, dass wir bei abklärungsbedürftigen Dünndarmbefunden eine Endoskopie, nicht eine Kapselendoskopie nur auf Privatkostenbasis machen konnten. Das war teuer. Die Kapsel kostet selber im Schnitt zwischen 600 und 700 Euro. Und da kommen wir bei einer Untersuchung schnell bei 1.000 Euro an, die an Kosten anfallen. Das hat sich geändert. Seit 2011 ist die Kapsel Teil der Leistungen, die im EBM aufgeführt werden und jetzt erstattet werden. Allerdings braucht man, um eine Kapselendoskopie durchzuführen, nicht nur die entsprechende Expertise, man braucht auch eine Zulassung bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Und die kann man erwerben, die kann man erhalten. Und zwar braucht man verschiedene Nachweise. Es gibt zwei Ziffern bei der Kapselendoskopie. Ist einmal die Ziffer für die Applikation, einmal die Ziffer für die Auswertung. Das ist sinnvoll, weil man kann sich vorstellen, dass es Gebiete gibt, wo man Ärzte hat, die Kapseln applizieren und zu einem Auswerter schicken, der viel mehr Erfahrung darin hat. Ob das jetzt wirklich oft gemacht wird, sei dahingestellt. Aber letzten Endes hat man also zwei Zulassungsverfahren. Und bei der Antragstellung für die Kapselapplikation müssen Sie also nachweisen, dass Sie in den letzten 12 Monaten unter Anleitung 5 Kapseln appliziert haben. Ärzte, die ausschließlich die Kapseln applizieren, müssen darüber hinaus bescheinigen lassen von einem Ausbilder, der den Fortbildungsnachweis Gastroenterologie hat, dass er praktische Erfahrung in der Auswertung hat. Oder aber alternativ dazu besucht er einen sogenannten Kapselkurs. Das sind Kurse, die angeboten werden, zurzeit halt eben wegen Corona nicht. Aber ansonsten haben wir 3 bis 4 Kurse in Deutschland verteilt, wo man halt eben sich Expertisen einholen kann und wo man praktisch dann diesen Kapselkurs-Nachweis bekommt. Wenn Sie selber auswerten wollen, und das ist natürlich eigentlich der Punkt, der uns befriedigt, dass wir selbst einen Blick in den Dünndarm werfen können, dann brauchen Sie zusätzlich den Nachweis über 25 unter Anleitung ausgewertete komplette Kapselvideos. Das ist für jemanden, der in der Klinik ist und der über einen Ausbilder verfügt, der darin die Expertise hat, überhaupt kein Problem. Wenn Sie allerdings in der Praxis sind, dann kann das ein Problem sein. Aber in den besagten Kapselkursen wird auch genau das gemacht. Und da kann man halt eben auch entsprechend sich diese Qualifikation holen. Wichtig bei der Kapselendoskopie ist auch nochmal, dass man die richtige Indikationsstellung hat. Wir haben natürlich viele schöne mögliche Indikationen, wo wir Kapsel untersuchen wollen. Das geht natürlich von der Blutung über den Crohn, über die Polyposis-Syndrome. Aber de facto ist die unklare mittlere GI-Blutung oder Verdacht auf die mittlere GI-Blutung die einzige Indikation, die tatsächlich auch zugelassen ist und die dazu führt, dass Sie eine Kapselendoskopie machen und abrechnen dürfen. Vorangegangen muss eine endoskopische Diagnostik sein, die nicht älter als 3 Monate sein sollte und in der keine Blutungsquelle nachgewiesen wurde. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Andere Blutungsursachen wie Epistaxis oder Hypermenorrhö müssen natürlich auch ausgeschlossen werden. Und wenn Sie das alles haben, dann stellen sich also 2 mögliche Szenarien dar. Entweder Sie haben einen Patienten, der eine nachgewiesene Eisenmangelanämie hat, die unklare Genese ist, Ihre endoskopische Diagnostik ist unergiebig gewesen und Sie machen die Kapselendoskopie. Oder aber Sie haben eine Anämie gleich welcher Art mit einer okkulten oder nachgewiesen overten GI-Blutung. Das heißt also, im Prinzip reichen mehrere IFOPs oder aber auch der Nachweis von Blut im Stuhl durch beispielsweise ein Foto vollkommen aus und dann dürfen Sie halt eben Kapselendoskopie machen. Und die Kapselendoskopie wird sehr gut vergütet. Wir haben also die beiden Ziffern und für die Applikation bekommen Sie 121 Euro und für die Auswertung 271 Euro, macht letzten Endes etwas mehr als 380 Euro und das ist eine sehr, sehr gute Erstattung, die auch kostendeckend ist und das ist also letzten Endes auch als Ergebnis unserer guten Verhandlungen und der Zahlen, die wir vorgelegt haben, um darzustellen,
warum wir so viel Zeit brauchen und was die Expertise ist und wie hoch die Investitionskosten sind. Also es lohnt sich einerseits, um einen Blick in den Dünndarm zu bekommen, und man hat auch eine schöne Untersuchung, die gut vergütet wird. Die Materialkosten, die anfallen, müssen ebenfalls natürlich irgendwie erstattet werden. Das ist ein kleines Problemkind. Jede KV macht das anders. Ich will da nicht drauf eingehen. Unterm Strich gesehen müssen sich bei ihrer KV dann erkundigen, letzten Endes, wie das geregelt ist, und dann entsprechend den Weg beschreiten, damit sie für das Material, also für die Kapsel, die sie eingekauft haben, auch eine entsprechende Erstattung bekommen. So, das war so ein kleiner Überblick über die derzeitige Kostenerstattungssituation. Ich bin auf die GOE jetzt aus Zeitgründen nicht eingegangen. Wir können aber auch gerne da hinterher auch nochmal diskutieren. Ich habe genug Zeit mitgebracht und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Horst, toller Vortrag, wie immer unheimlich viel gelernt von dir. Vielen Dank für das Riesenengagement. Dank dir kriegen wir überhaupt diese Kapselziffern jetzt. Das haben wir ja dir zu verdanken. Und ich werde nie vergessen, wo wir beide uns kennengelernt haben. Und das war natürlich auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Kapselkurs, weil ich habe auch beim Horst. In Frankfurt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber gut. Ja, du hast es dargestellt. 7 Euro mehr für die Gastroskopie, 40 Euro weniger für viele andere Leistungen. Das ist natürlich etwas, wenn man bedenkt, auch gerade in der aktuellen Situation deutlich erhöhte Kosten für alle von uns durch den massiven Hygieneaufwand. Wir kriegen kaum noch irgendwelche Produkte. Bei uns zum Beispiel in der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, die können bereits seit knapp 2 Monaten nicht mal mehr Handschuhe liefern. Man versucht dann, die irgendwo anders zu besorgen. Ich denke, alle von uns kennen die Problematik auch in dem Bereich. Zur Kapselendoskopie, lieber Horst, wie sieht das denn aus? Obskure Blutung, overte Blutung, für diejenigen, die den Unterschied noch nicht ganz genau kommen. Obskur bedeutet obskur overt, obskur okkult. Also man weiß, da blutet es, aber man weiß nicht, woher es kommt. Obskur okkult heißt, man sieht das Blut nicht. Obskur overt heißt, man sieht das Blut. Wie ist das denn jetzt so bei so einem Patienten, die zu uns kommen und sagen, sie haben sichtbar Blut im Blut gehabt? Man macht eine Magenspiegelung, unauffällig. Man macht eine Darmspiegelung, unauffällig. Das ist eine einmalige Blutung mit sichtbarem Blut gewesen. Ohne Nachweis einer Blutungsquelle können wir da denn die Kapseln machen? Ja, sofern jetzt eine Anämie noch im Labor nachzuweisen ist, dann kann man das machen. Dann ist das, löst das auch den Fall aus. Die Anämie sollte natürlich auch deutlich sein. Also wir reden jetzt nicht von einem HB von 11,9 bei einer jungen, schlanken Frau, die noch blond ist, sondern es sollte dann schon natürlich auch was Fassbares sein. Das ist schon klar. Ja, aber dann kann man eine Kapsel machen. Also ohne Anämie keine Chance, die Abrechnung durchzubekommen. Keine Chance, nein. Das wird geprüft und dann wird unter Umständen die Ziffer abgezogen. Das könnte man verschmerzen, aber weniger verschmerzen kann man, dass die Materialkosten auch nicht erstattet sind. Und die hast du ja vorher eingekauft. Das heißt, dann stehst du nicht nur bei Null, sondern stehst du auch schon bei 700 Euro im Minus. Und das ist natürlich ein ganz besonderes finanzielles Risiko. Und ich denke, das Wichtige ist auch immer, wenn wir sprechen von Eisenmangelanämie, welche Laborparameter würdest du denn empfehlen? Muss man bei jedem Ferritin noch abnehmen oder reicht wirklich die hypochrom-mikrozytäre Anämie im normalen Blutbild aus, um das Ganze zu rechtfertigen? Naja, das kommt so ein bisschen natürlich darauf an, wie es geprüft wird. Also ich persönlich nehme immer Ferritin ab. Das ist eigentlich ein Standard. Wir können natürlich auch die Transferinsättigung noch dazu nehmen. Und wenn das nicht reicht, dann wirft auch der Onkologe, der Hämato-Onkologe noch ein Bild drauf. Also es sollte schon wasserdicht sein. Es ist so, dass diese Fälle geprüft werden und die werden auch kritisch geprüft. Also es sollte schon eine sehr nachvollziehbare Eisenmangelanämie sein. Wir sind alle Internisten und das dürfte uns nicht schwerfallen. Aber die Ferritin, das gehört schon als Grundparameter dazu. Also hypochrom, mikrozytär und Ferritin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann steht der Kapselendoskopie in der Regel erstmal nichts weiter im Weg. Vielen Dank, lieber Horst. Und bevor wir das Webinar beenden, und ab morgen ist ja auch noch einmal ein wichtiger Tag für uns in der Endoskopie. Und wir haben auch noch mehrfach die Frage bekommen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Deswegen, lieber Horst, vielleicht, wenn du noch einmal ganz kurz zum Abschluss auch noch einmal darauf eingehen kannst. Morgen ist ja ein Stichtag. Morgen Dokumentation der sogenannten Abklärungskoloskopie wird sich verändern. Könntest du vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was das bedeutet und worauf wir da achten müssten? 1.10. ab morgen, heute ist 30.09. Ja. Ja, ab morgen, genau. Also bis jetzt war es so, dass wir die Vorsorgeendoskopie dokumentiert haben.
Das wurde ausgesetzt aus verschiedenen Gründen, was uns natürlich sehr geschmerzt hat. Ab morgen müssen wir wieder dokumentieren und es kommt was dazu. Wir müssen nicht nur die Vorsorge dokumentieren, sondern auch all diejenigen, die uns zugewiesen werden wegen eines positiven IFOPs im Rahmen der Vorsorge. Das schmerzt ein bisschen, weil wir, wenn die Patienten unter dem Alter für eine Vorsorgeendoskopie sind, keine Vorsorgeendoskopie abrechnen können, sondern eine normale kurative Koloskopie abrechnen. Du erinnerst dich an das DIA, da sind wir bei 170 statt 198 Euro. Und on top müssen wir dann auch noch die Dokumentation vornehmen. Das ist an sich so ganz korrekt vom Sinn her. Ich finde es eine gute Sache, aber es ist natürlich völlig inkorrekt, dass da diese Dokumentation nicht erstattet wird. Aber das ist genau der Fall und da muss man sich ja auch Gedanken machen, wie man das in Zukunft managt. Und wir haben da einen Algorithmus erstellt. Die Sache ist ja doch ein bisschen komplizierter, den man halt sich auch auf unserer Webseite angucken kann oder der bei den BNG-Mitgliedern demnächst auch versandt wird, wo man dann einen kleinen Leitfaden hat, wie man mit der Situation umgeht. Aber so, ab morgen wieder Dokumentation. Ich hoffe auch, dass alle Praxissoftwarehäuser diese Dokumentation eingepflegt haben. Es könnte sonst sein, dass man nachdokumentieren muss. Aber klar ist, am 31.12. müssen alle Dokumentationen eingereicht werden. Vielen Dank. Und das ist uns natürlich auch wichtig, darauf hinzuweisen im Rahmen dieser Fortbildung. Nicht, dass es einer vergisst und am Ende stehen vielleicht dann noch Regresszahlungen oder nicht bezahlte Leistungen dann am Ende aus. Und das wäre natürlich schade. Wir wollen natürlich helfen. Wir können auch helfen. Ich darf es noch einmal sagen, es ist ein vermeidbares Sterben durch Darmkrebs, was Herr Professor Riemann sagte. Aber die umgebenden Bedingungen, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Die müssen wir alle im Rahmen der wirtschaftlichen Arbeit natürlich auch beachten. Vielen Dank, lieber Horst. Herr Professor Riemann, von Ihrer Seite vielleicht noch ein kurzes Abschlussstatement zu dieser Fortbildung. Wir hatten ja vorhin im Rahmen unserer Sitzung der Regionalbeauftragten schon darauf hingewiesen, die Kongresse sind ausgefallen. Wir müssen in irgendeiner Form ja versuchen, trotzdem unsere Kolleginnen und Kollegen zu informieren. Und diese Webseminare, Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass man das wohl so sagen muss, diese Webseminare sind zumindest vorübergehend eine gute Möglichkeit, Informationen an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ich glaube, sie werden uns auch in Zukunft immer mal wieder eine Möglichkeit geben, ganz schnell und aktuell über Neues zu informieren. Es sollte aber nicht ein Ersatz für Präsenzveranstaltungen sein. Vielen Dank. Lieber Horst, ein Abschlussstatement noch von dir. Ja, ich glaube, dass die Webseminarformen uns ermöglichen, mit einem kleinen Aufwand sehr viel Information zu bekommen. Ich kann mich aber trotzdem auch dem Wort von Herrn Professor Riemann anschließen. Es wird nicht ohne Präsenz gehen. Die Chemie muss stimmen. Vieles kommt halt eben im Gespräch rüber. Und letzten Endes ist es genau so, dass die neuen digitalen Medien unsere Kommunikation verbessern. Und wie wir alle wissen, ist Kommunikation in der Medizin das A und O. Insofern bin ich natürlich froh, dass einerseits hier auch neue Türen aufgestoßen worden sind, wie wir miteinander reden können und kommunizieren können. Das ist eine Chance, das muss man wahrnehmen. Ja, vielen Dank. Und dann darf ich mich erstmal ganz herzlich noch einmal bei den beiden Mitreferenten bedanken, Herr Professor Riemann, lieber Herr Dr. Hohn, lieber Horst, vielen Dank wieder fürs Mitmachen. Allen Zuschauern und Zuschauerinnen ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir werden das in Zukunft noch interaktiver gestalten, dass Sie auch die Möglichkeit bekommen, richtig aktiv noch mitzumachen. Ich darf mich ausdrücklich noch mal ganz herzlich bei der Firma Sonoscape bedanken für die Organisation von der heutigen Fortbildungsmöglichkeit. Wie immer wird diese gestreamt auch auf YouTube und dort finden Sie auch uns als Dreierteam noch mit den anderen Seminaren, jeweils auch immer mit den Fortbildungscodes und Fortbildungspunkten. Die finden Sie in den Videos dann dort auch. Ich denke, Fortbildung ist auch immer wichtig. Einige von diesen Veranstaltungen haben sogar zwei CME-Codes bekommen. Also es lohnt sich dort immer auch nochmal bei Gelegenheit reinzuschauen, wenn Sie Interesse daran haben. Herzlich darf ich Sie auch noch einmal einladen. Die nächste Veranstaltung, wo Sie uns drei alle dann noch einmal sehen, das ist bereits am 14.10. Dann sind wir noch einmal verstärkt, auch mit Herrn Professor Pech, auch Regensburg. Es wird dann gehen um die endoskopische Resektion und alles, was es darum wichtig ist. Warum müssen wir die Detektion von Läsionen
verstärken. Wie können wir das Ganze machen? Welche Techniken gibt es da auch mit klinischen Tipps und Tricks, mit hervorragenden Videos auch von Herrn Professor Pech für die Praxis der Resektion? Und natürlich, wie könnte es anders sein? Wir wollen es nie vergessen. Wir werden natürlich auch wieder die Abrechnung mit ins Spiel bringen, weil die müssen wir natürlich auch bedenken. Was gibt es da noch für Hinweise? Wie können wir die Klits getrennt nochmal abrechnen? Und welche Möglichkeiten haben wir da? Ich darf mich noch einmal, wie gesagt, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch heute Abend mit uns gemeinsam sich weiterzubilden. Bis bald und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.